Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Runde Pokémon Revolution Online. Zu einer kleinen, spontanen Zwischendurchaufnahme. Denn ich bin gerade mitten in der Phase, wo ich jetzt meinen zweiten, also wenn ihr die Folge seht, dann habe ich mit sehr schon lange meinen zweiten Monitor. Auch angeschlossen, alles drum dran, alles, ne? Alles super. Das Problem ist nur, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade hier, sitze ich nur und warte, dass das Teil morgen kommt. Und eigentlich wollte ich erst in Top-Qualität aufnehmen. Das heißt, dieses Video hier da ist. Nein, das ist nicht gut. Ich hab nicht gut. Warte mal. Moment. Ja, ist halt doof, weil ich eigentlich in wesentlich besserer Qualität ab jetzt aufnehmen wollte. Allerdings wird das halt gar nicht funktionieren. Ich muss irgendwas aufnehmen gerade. Ich habe einfach Lust auch zu labern. Das ist so doof, ey. Ich kann auch mal jetzt gerade, weil es gerade für mich aktuell ist. Ich habe es bestimmt schon mal in dem Stream wieder erzählt, wenn ihr die Folge seht. Also, ja, aber solltet ihr den Stream vielleicht nie gesehen haben, erzähle ich euch das einfach jetzt hier nochmal. Ja, ich habe gestern eigentlich einen Adapter bekommen, damit ich einen zweiten PC, einen zweiten Monitor eigentlich anschließen kann. Hat auch am Anfang alles super funktioniert. War alles okay. Konnte alles hier, hier drüben dann quasi rüberschieben auf den anderen Bildschirm und so. War super, war voll gut. Ich habe schon, oh, im Moment. Ja, da bin ich wieder. Es ist, ich nehme gerade so eine ganz doofen Zeit auf. Es ist gerade 11.33 Uhr, wo ich aufnehme. Eigentlich versuche ich immer früh Zeit schon aufzunehmen. Also ich sag mal ab um 7. Wenn nicht sogar noch eher, teilweise. Da sind alle noch, da schlafen alle noch, wisst ihr? Da ist nicht so, dass hier ständig klingelt. Trotzdem klingelt es natürlich in meinen Videos auch immer wieder, ich weiß das, aber das kann ich dann echt nicht vorhersehen. Ich versuche schon extra zu Zeiten aufzunehmen. Oh, ein Janma. Zu Zeiten aufzunehmen, wo halt eigentlich nichts der Quere kommen sollte. Lustigerweise kommt immer irgendwas. Selbst wenn jemand anruft, so extrem frühzeitig, kann man nicht vorhersehen. Passiert aber lustigerweise immer. Nee, was ich sagen wollte. Ich hatte einen Adapter bestellt, wie gesagt, es lief alles super. Konnte alles rüberschieben, war alles super. Oh, Level 19. War alles super. Und mit Emma fing es an, dass ich viele Spiele nicht starten konnte. Es gab einige Spiele, die konnte ich starten. Aber zum Beispiel Pro. Pro, da hat nicht mal in den Ladebildschirm gehen. Ich habe das gestartet. Und dann kam sofort die Meldung, dass das Game crashed ist und vorbei. Bitte treff es. Danke. Es war, ja, doof. Und das war bei allen Spielen, also Subnautica zum Beispiel, Subnautica hat gar nicht gestartet, Subnautica hat überhaupt nicht mehr gezuckt. Es öffnet sich ja bei Steam meistens immer dieses kleine Fenster unten in der Ecke, ne? Da ist halt mal dieses kleine Steam-Fenster, öffnet sich immer, wo man steht, Spiel wird gestartet. Punkt, Punkt, Punkt. Und das dann unten auftauchen, aber mehr darf nicht passieren, also hier ist bloß was zum Schnellreisen, okay. Das taucht da halt unten auf, aber mehr passiert nicht. Wenn du draufklickst, war es weg, verschwand einfach. Also, das darf nicht starten. Ja, und mehr war halt nicht. Und das war bei so gut wie allen Spielen. Es gab ein paar minimale Ausnahmen. Warte mal, was konnte ich denn starten? Starbound ging, The Hunter Primal ging, Stardew Valley ging auch. Aber es gab halt viele, wo es nicht ging. Ja, und das ist natürlich doof, ne? Dann habe ich natürlich rumgewerkelt. Da hat mir auch der gute Sven geholfen und der gute Blub hat mir, da habe ich die, habe ich voll auf so meinen Discord mitgekommen. Da haben wir dann den halben Abend gestern im Discord gelabert und versucht, dieses dämliche Problem zu lösen. Last but not least habe ich aber keine Lust, also wir haben es herausgefunden, woran es lag. Es war die Software, Flammrad, das hier, es war die Software, die dazugehört zum Adapter. Die hat ein Problem verursacht. Da gab es einen speziellen Treiber, einen Display-Treiber. Und der hat es komplett, der hat das versaut. Tja. Und jetzt habe ich einen Adapter bestellt für die Grafikkarte. Da muss ich quasi nichts installieren, keine Software, einfach nur Adapter ran. Display hier, den zweiten Monitor ran und fertig. Nichts mit, ne? Nichts mit irgendwie Software installieren und so. Dann sollte es theoretisch alles funktionieren. Ich bin total, warte mal, ich will ins Pokémon Center. So, das müsste Käfer Arena hier sein, ne? Sollten wir eigentlich kein Problem haben mit der Käfer Arena.
Wir haben ja ein schönes Glover dabei. Achso, das ist, ich dachte, das wäre Team Rocket, aber das ist ein Spieler. Stimmt, da sitzt ein Fleckmann dabei, wir müssen erst einen Fleckmann-Brunnen machen. Ja, ja. Wir müssen halt erst den Fleckmann-Brunnen machen. Vorher gehen wir nochmal kurz hier oben reingucken. Hier ist das mit den Aprikokos, ne? Ist das mit den Aprikokos hier überhaupt? Nee, ne? Ist looking for Aprikokos. Again. Schon wieder. Okay. Der Opa ist nicht da, der sucht Aprikokos. Ich habe noch keine Aprikokos gesehen. Ich nehme mal an, das gibt es hier noch nicht im Pro. Was ich schade finde, das wäre irgendwie ganz cool eigentlich. Das ist so Aprikokos und sowas. Finde ich ganz cool. Was ist das denn? Who's the Power of Quest Typ? Charcoal. Oh! Boost the Power of Fire Typ Moves. Wenn Held. Oh, what? Ja, bitte. Dann nehme ich eins. Aber sicher doch. Kann ich mal kurz gucken. Potion. Habe ich noch eine normale Potion? Wer kennt die? Ich hole mal ein paar Potions. Also 10 Stück sind okay. Wie sieht es mit der Pokébälle aus? 34 ist okay. Ich darf nur nicht auf die Meisterbälle kommen. Nicht auf die Meisterbälle kommen. Ihr werdet es bestimmt erleben. Ich werde bestimmt aus Versehen während des Let's Plays einen Meisterball, mindestens einen, einfach mal irgendeinen Pokémon an den Kopf werfen. Ihr werdet es sehen. Garantiert. Ich habe das im Gefühl. Und ich werde mich so ärgern, dann werde ich erstmal eine Aufnahmepause machen, weil ich schon keinen Bock mehr habe. Ich weiß das jetzt schon. Vielleicht kann man hier mal das Nebula noch ein bisschen hochleveln. Anschlägen. Oh, Gebiss. Bite ist Unlicht, ne? Ja, und schau. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen, Makuya können wir mal testen, ne? Ich werde einfach bei, meinem Feuerigel quasi erstmal beim Iglava bleiben. Und das hochpushen ohne Ende. Ich mache das mit einem Pokémon durch hier. Wie gut. Oh, das macht. Greifen wir was an. Oh, schade. Oh, komm, Ema hätte es jetzt doch schon angreifen können. Hier, Tackle. So. Vital Truth. Was ist das denn? Oh. Aber. Zwei Level, ne? Für Level 9. Ja. Super. Ja, das ist so ganz okay. Oh, ich kann auch nicht mehr die Dinger aufmachen. Ja, ich hab nichts mit. Ja, ich hab keinen Schaufler. No. Warte mal. Cut. Nein. Mega Kick. Takedown. Rock Smash. Ja gut, das wird wohl nix. Lalala. Oh, hier könnte ich so viel aufbrechen. Oh, ich ärgere mich gerade so. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, mir einfach nochmal solche speziellen... Obwohl, bloß wenn ich das jetzt erlernt hätte, hätte ich das noch lange nie außerhalb eines Kampfes einsetzen können. Okay, das wäre eigentlich egal gewesen. Weil ich mit meinen Pokémon noch lange nicht so per Du bin, dass die das außerhalb eines Kampfes machen würden. Wahrscheinlich, ja. Okay, also kämpfen wir uns jetzt hier durch. Achso, das war ein wildes Pokémon. Achso. Ich dachte, das wäre der Rocket-Typ schon gewesen. Radikal ist böse. Radikal ist böse. In der Hyperzahn und so macht es heftig. Pumpt sich auf, das ist nie gut. Brennt, aber er ist eh schon besiegt. Jetzt noch ein Radfratz bestimmt, oder? Oder noch ein Radikal? Ein Radfratz. Radat. Radat. Ich hätte so Bock wieder auf Minecraft Pixelmon, ne? Hätte ich richtig Lust drauf. Da oben ist nix. Hä? Ach doch, hier geht's lang.
Gulbert. Gulbert kann auch ziemlich böse werden. Bam, bam, da, 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 da. Ich vermisse meine anderen Pokis. Pikachu und Glurak. Ich vermisse die alle ein bisschen. Ich freue mich darauf, wenn wir die 8 Orden haben, dass wir dann alle wieder haben im Team. Also ich beeile mich jetzt quasi, dass ich alle Pokémon wieder kriege. Und es kann niemand aufhalten. Auch nicht ein kleiner Junge. Namens Joey. Vor allem, wieso steht der hier unten, wo überall nur Team Rocket ist? Ist vielleicht ein Team Rocket Anwerber, weißt du? Also jemand, der gerade sehr, sehr neu ist, quasi einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, die hatten Watti. Oh, die hatten Watti. Wo hat die einen Watti gefangen? Ach, ich weiß. Es gibt eine Strecke, wo es Watti gibt. Stimmt, das fällt mir gerade ein. Da sind wir, glaube ich, sogar vorbeigelaufen, ne? Ja, da sind wir sogar vorbeigelaufen, stimmt. Hi. Ach so, wir können ja noch. Klein, das müsste hier sein. Ja, Charcoal. So. Moment. Hallo. Hallo? Wieso kann ich das nicht? Er feiert die Boobs bei. Ach, muss ich das? Ach, das ist bloß. Ich dachte, das wäre ein Item zum Tragen. Ach, nö, das ist ja doof. Okay, nicht. Das kann ich quasi im Pokémon geben, dann wäre das in dem Kampf 20% alles mit. Okay, ich bin drauf reingefallen. Geh weg. Ich bin drauf reingefallen, volle Kanne. Ich habe es jetzt anders vermutet. Zeig, was du kannst. Das ist nicht gut. Nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist sogar sehr suboptimal. Da verfalle ich rein, glaube ich. Ich hoffe mal, dass es anfängt zu brennen. Bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne. Nein, Konfusion. Nicht dich selber hauen. Danke. Komm, brenne, 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 brenne. Nein! Oh, das ist nicht gut. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Oh, komm. Verbrenne es. Kann gerade nicht. Nein! Also, ich hab noch eins. Ist noch nichts. Ich werde das wiederbeleben. Das. Okay. Jetzt belebe ich, ich glaube, wieder. Items. Wo ist es? Receive, wo ist Receive? Hier. Ey, ich habe keinen Bock wieder zu verlieren, ne? Das gibt wieder nur Geldabzug. Das Gute ist, wir sind jetzt erst dran, ne? Und das sollte jetzt reichen mit Glut. Geh weg. Bitte geh weg. Danke. Bitte jetzt nichts mit Gulbert. Wir heilen's. Okay, das bringt nicht viel. Super. Blut. Bis es nicht sehr. Ich werde mal dennoch. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich will keine Überraschung erleben. Nein, ich will keine Überraschung erleben. Das ist alles okay, was hier gerade passiert mit den Bissen. Das ist kein Ding. Potion. Alles easy. Alles easy, das kriege ich hin. Mach nur. Ciao. Kommt die da mit dem Lapras an? Ja, na klar. Aber trotz, dass es Wasserangriffe waren, ne? E-Lava tankt, ja. Sogar das, wogegen er eigentlich anfällig ist. Verdammt gut, kann ich nur sagen. You've won. Wie?
Okay, jetzt sind sie alle weg, theoretisch. Nein, ich will jetzt nicht gegen Margarita kämpfen. Hier kommen wir nicht weiter, wir haben ja keinen Surfer. Ja, hier kommen wir nicht weiter, wir haben keinen Surfer, ne? Jupp. Also müssten wir sie jetzt eigentlich vertrieben haben, das müsste es jetzt gewesen sein. Kleiner Junge ist noch da, wo ich nicht weiß, was der hier unten macht, neben Team Rocket-Typis, aber gut. Ist ja ein bisschen spanisch, ne? Das kommt mir spanisch vor, was der hier unten macht. Habe ich noch. Ich hatte noch einen XP-Boost, ne? Die hebe ich mir alle auf, wenn ich dann wirklich mal irgendwie richtig level. Es könnte passieren. Hier ist noch ein Rocket. Es könnte passieren, dass ich das sogar mal einsetze. Demnächst sogar, weil. Wenn ich. Oh, da lang. Ja, ich muss ja gegen die nächsten Top 4 dann, ne? Von Yuto. Die Top 4. Gut, da geht's noch weiter runter. Da kann ich auch noch nicht durch. Also ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Müsste ja, weil die ist ja weg nun. Aber die restlichen Rockets sind auch nie weg gewesen. Na gut. Wird schon passen. Hoffe ich. Phlegmon weg. Phlegmon ist weg. Alles klar. Kurz healen. Und das müsste eine Käfer-Arena oder irgend sowas sein. Das sollte kein Problem sein. Aber so richtiges Pixelmon, ne, Minecraft-Ding, dann wirklich so die Pokémon-Center auch wirklich richtig schön bauen. Nicht diese standardgenerierten Dinger, sondern wirklich so. Das finde ich gut. Das finde ich so schön, ey. Na, mal gucken. Hallo. Die hocken alle im Gras oder was? Ich muss hier lang. Bugcatcher, das finde ich super. Den ich schon lese, ist klasse. Sieht einem Untergang entgegen. Komm schon. Oh, wie heißt es? Scaraborn. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Scaraborn. Ach, oh, cool. Ciao, Scaraborn. Aber oh, ich finde dich mega cool. Chip Away. Ja, geht. Ciao. Einundzwanzig, sehr schön. Level 36 müsste sich das entwickeln, theoretisch. So, wir sind mutig, ja, nicht erst hier hingehen, komm, wir sind voll mutig. Eins, zwei, noch zwei Barcatcher und dann Arena-Leiter. Rin. Arena-Leiterin. Arena-Leiter. Arena-Leiterin, nicht? Oder? War ich das gerade? Ich glaube, es war eine Dame, die hier kämpft, die hier die Oberhand hat. Nicht mehr lange, aber momentan. Und dann noch Bibo oder was? Der nächste, der oben drüber hier, der hat wahrscheinlich Raupi, Safcon und Smetbo, nehme ich an. Würde jetzt passen, wenn er hier alle Dreier hat. Ja, hat er hier bestimmt Raupi alle Dreier. Ich mag sowas auch, wenn du solche Kämpfe hast, wo du dann wirklich mal so mit diesen Entwicklungen so durch. Find ich, guck mal, Bibo hält zum Beispiel schon mal aus. Nicht sehr, aber es hält's aus. Ne? Das finde ich cool. Mal gucken, ob Smetbo das wiederum aushält. Wir müssen ja im selben Bereich sein. Wir haben jetzt kein Level dazu gekriegt, also sollte es. Mal gucken, ob Smetbo mehr aushält oder ob es gar nicht aushält. Da kann man aber so schön was so testen, so. Das finde ich immer cool. So, wir gucken mal. Na, Raupi, Safcon, Smetbo. Warte. Okay, Raubi wird keine Chance haben, Safcon auch nicht. Aber wir kriegen trotzdem ein Level ab. Ja gut, aber so krass soll das jetzt keinen Unterschied machen. Obwohl doch. Ah, es ist tricky. Wir gucken mal. Jetzt kriegen wir ein Level ab durchstehen. Ja, das kleine Stückel, was dann bei Bibo war, das könnte jetzt durch das Level weg sein. Theoretisch. Kann man jetzt nicht sagen, ob Smetbo. Ja, vielleicht kann man es. Wenn Smetbo das jetzt trotzdem aushält, trotz des Level-Ups, hält Smetbo allgemein mehr aus. Oh, Smetbo hält das trotz Level-Up mehr aus, sogar als Bibo. Oh, okay. Das sagt ja schon einiges. Das ist gut. Ja. Smetbo, der Beste. Smetbo ist Beste. So, gewonnen. So, Moment, ich heile kurz.
Habe ich es nicht gerade noch hier gehabt? Ich habe ja noch PP-Ups. Die könnte man irgendwie mal. Könnte ich mal irgendwie allen geben, mal gucken. Dinsir! Oh, Dinsir ist. Gewittert gerade. Ach, hier, in-game. Okay, gut. Okay. Halte ich aus. Schön. Seismic Toss. Au. Definitiv au. Ich kurz mal eine Stelle, wo ich dann wirklich leveln musste. Zur Not belebe ich es wieder. Oh. Das ist ja unerwartet. Erwartet, unerwartet. Oh, einen Moment.